ich sehe einen Prozess der Fragmentierung sowohl in Europa, wo ihn jeder sieht, wie in der Gesellschaft, wo ihn noch manche sehen, und dann in der politischen Landschaft in Österreich natürlich ganz besonders. Die alten Lager sind verschwunden, aber es verschwinden auch die Nationalstaaten in der Form, wie wir sie kennen, als Mitglieder der Europäischen Union. Das heißt, das Projekt Europa ist zumindest sehr brüchig, vielleicht auch am Zerfallen. Und das Projekt Österreich ist sicherlich auch sehr gefährdet. Gründe dafür gibt es viele. Meiner Meinung nach ist ein Hauptgrund, dass es nicht gelungen ist, das, was Europa kann, das, was Österreich kann, in der richtigen Form zu kommunizieren. Das liegt einerseits an den Politikern und ihren Zuarbeitern und Zuarbeiterinnen, aber auch natürlich auch sehr stark an uns Medien. Das heißt, ich bin eigentlich optimistisch, wenn ich sage, das liegt nur in der Kommunikation. Ich glaube, dass ein derartiger Lehrgang an einer Fachhochschule gegenüber allen akademisch vergleichbaren Studienmöglichkeiten den Vorteil hat, dass er sehr praxisbezogen ist. Man sieht, trifft in einer manchmal durchaus schulischen Form auf die Realität, wie sie ist. Man ist nicht abgelenkt von krausen Theorien und von Professoren und Lehrenden, die noch niemals einen Politiker, geschweige denn einen Wähler gesehen haben. Insofern ist man mittendrin im Geschehen und durch diese Nähe bekommt man das strukturiert damit, was ein Politiker dann im täglichen Leben finden wird.